und herzlich willkommen bei Frau Janik probiert's aus, probier's auch. Und heute probiere ich Kokosjoghurt und ich liebe ja Kokosjoghurt, alles was mit Kokos ist. Und der ist ja ziemlich teuer im Laden, deshalb habe ich mir überlegt, das muss doch irgendwie selber machbar sein. Und ich habe mich informiert und im Internet stehen viele Rezepte, aber die waren mir alle zu kompliziert. Dazu braucht man Joghurtmaschinen bzw. Joghurtferment und das alles wollte ich nicht haben und habe mir gedacht, das muss doch einfacher gehen. Und dieses Rezept ist super einfach mit nur 2 Zutaten. Es ist vegan, natürlich dann auch laktosefrei, also super für alle, die Unverträglichkeiten haben, ruckzuck zubereitet. Einfach im Kühlschrank stehen lassen und es wird zu Joghurt innerhalb von wenigen Stunden. Und ja, müsst ihr einfach mal ausprobieren. Und wie das Ganze jetzt funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Und das sind die 2 Zutaten, die ihr benötigt. Und zwar zum einen Kokosmilch aus der Dose. Ich habe jetzt hier eine Vollfett-Kokosmilch. Das bedeutet, es hat über 90% Kokosextrakt drin und ungefähr über 30% Fettanteil und das bedeutet dann, dass der Joghurt richtig schön cremig wird. Ihr könnt natürlich auch die Light-Version verwenden, dafür braucht ihr dann aber ein bisschen mehr von dieser Zutat hier und zwar sind das Chiasamen und die dienen uns dann zur Bindung, damit es dann fest wird und eine Art Joghurt bildet. Also natürlich wird der Geschmack nicht ganz so sein wie der Originaljoghurt, aber schon ziemlich ähnlich von der Konsistenz her und richtig, richtig lecker. Also da könnt ihr dann ein bisschen ausprobieren, ob ihr lieber die Light-Version testen möchtet oder die cremige Version. Und bei den Chiasamen, da gibt es ja weiße Chiasamen und schwarze Chiasamen. Also wenn euch das stören würde später dann, diese Farbe, dass es ein bisschen gräulich wird, dann empfehle ich euch natürlich die weißen zu kaufen. Aber im Laden finde ich meistens nur die schwarzen. Da müsstet ihr wahrscheinlich dann mal online schauen, ob ihr da weiße findet. Und die Zubereitung ist wirklich super einfach. Ich gebe 2 Esslöffel dieser Chiasamen in meinen Mixbehälter. Und so werde ich das Ganze jetzt für ein paar Sekunden fein mahlen. Und der Vorteil von dem Mahlen ist, dass die Chiasamen dann eine viel größere Quellkraft haben und ihr viel weniger davon braucht. Denn das heißt, man soll nur 15 Gramm Chiasamen pro Tag essen. Und als ich das ausprobiert hatte, nur die Chiasamen einfach so in diese Kokosmilch einzurühren, da brauchte ich ziemlich viel, dass das Ganze dann gebunden hat. Und durch das Mahlen eben brauchte ich viel weniger und es ging auch viel, viel schneller. So, nach nur wenigen Sekunden ist das Ganze dann auch schon fertig. Jetzt geht es weiter. Die 2 Zutaten müssen einfach miteinander vermischt werden, gut durchmischen und dann ist euer Kokosjoghurt fast fertig. Als nächstes fülle ich jetzt die Kokosmilch hier in mein sauberes Glas ab. Wenn in eurer Kokosdose sich jetzt eben wie bei mir die Kokoscreme oben befindet und das Kokoswasser unten und es sich getrennt hat, ist das überhaupt kein Problem. Das bedeutet nicht, dass die Kokosmilch irgendwie kaputt ist oder so. Das ist ganz normal. Einfach wieder erst zusammen mischen und jetzt könnt ihr dann die Chiasamen hineintun. Und ihr werdet merken, nach nur ein paar Minuten wird das Ganze anfangen zu gelieren, wird also schon dick werden. Und so verschließe ich das Ganze jetzt, dann gebe ich das in den Kühlschrank, dann kann es nochmal schön andicken und dann habe ich Kokosjoghurt ganz einfach und schnell hergestellt. Super für am Morgen zum Frühstück zum Beispiel oder auch auf Waffeln zum Beispiel als leckeres Topping mit Früchten, mit Banane und so weiter, mit Beeren, mit Kakaonibs, mit ein bisschen Granola. Richtig, richtig lecker, müsst ihr also unbedingt mal ausprobieren. Und ich würde sagen, es hält sich so ungefähr 2 bis 3 Tage im Kühlschrank, also relativ rasch aufbrauchen, damit dann wirklich auch nichts schimmelt und so weiter. Und so ist das Ganze jetzt fertig, ruckizucki. Es sieht ein bisschen aus, als wären Mohnsamen drin. Mich stört es nicht, wenn es euch stört, eben, dann nehmt ihr einfach die weißen Chiasamen. Und wie gesagt, Kokosjoghurt ist ja richtig teuer im Laden und ich liebe den ja, der schmeckt so gut. Natürlich kommt es nicht ganz ran, aber immerhin ein bisschen und es ist auch viel, viel günstiger. Also könnt ihr ja gerne mal ausprobieren. Und vielleicht wisst ihr das auch oder wisst es vielleicht nicht, ich weiß es nicht. Das ist ja jetzt komplett ohne Zucker, da müsst ihr auch immer schauen im Laden, dass kein Zucker enthalten ist. Denn viele denken immer, dachte ich früher auch, Joghurt ist ja so gesund, zum Beispiel Fruchtjoghurt oder so. Und in so einem kleinen Erdbeerjoghurt beispielsweise sind 13 Gramm Zucker meistens ungefähr drin. Also richtig, richtig viel, was man da eigentlich mit einem Joghurtbecher isst, das denkt man nämlich gar nicht. Und der ist ja ganz, ganz schnell verdrückt oder vielleicht noch der 2. Und man dachte eigentlich, man hat ja Erdbeerjoghurt gegessen. Dabei hat man einfach Joghurt mit Zucker gegessen.
Also da müsst ihr mal euch ein bisschen schlau machen und mal gucken auf der Zutatenliste und euch mal davon überzeugen. Meine Schüler waren da auch immer ganz, ganz erstaunt. So, okay, ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Ich freue mich auf euer Feedback hier auf YouTube oder auch auf meinem Blog freujanik.com. Da sind wie immer natürlich auch alle Mengenangaben zu finden. Und ich freue mich riesig immer über eure Fotos auf Instagram. Und da nutzt ihr am besten den Hashtag freujanik, dann kann ich das nämlich sehen. So, das kommt jetzt ab in den Kühlschrank. Ich freue mich dann schon auf morgen auf leckeren Joghurt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Und wir sehen uns das nächste Mal hier wieder. Tschüss, eure Frau Janik.